Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Call Blog. Heute Hannos Filter und ich bin sehr glücklich, heute am Samstag hierher gekommen zu sein, um Ihnen diesen Filter zeigen zu dürfen. Und wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere an die letzten 20 Jahre, was sich so ein Filtersystem hat entwickelt und was sich bewährt hat an den Koi-Teichen, wo man sagt, okay, damit kann man arbeiten, die einen machen mehr Aufwand, die anderen weniger Aufwand. Ich sage mal, ein Trommelfilter, ein Papierfilter macht etwas weniger Aufwand als jetzt die herkömmlichen Filtersysteme, wo man mit Vortex vielleicht auch eine Kammer Filterbürsten arbeitet. So, da dazwischen liegen die Bürstenfilter, wie es jetzt Genesis baut, die einfach auf ein anderes Prinzip aufgebaut sind. Und wenn ich mich jetzt mal erinnere, als vor vielleicht 15 Jahren die ersten sogenannten Spaltsiebe, Sie kennen die, das sind diese gebogenen Bleche, wo immer Spalte drin sind, die haben in der Regel so 300 Mikrometer, also 0,3 mm Durchlass. Als die irgendwann kamen, hat man relativ schnell gemerkt, das sind Systeme, die brauchen etwas mehr Energie. Und warum brauchen die etwas mehr Energie? Ganz einfach, weil das Spaltsieb eigentlich nur da ist, um den Grobschmutz abzuscheiden. Also da können Sie Kot mit abscheiden, also die wirklich großen Kotknödel oder auch Algenteile oder andere Pflanzenteile, die sammeln sich dann am unteren Ende des Spaltsiebs. Und danach, und da kommt jetzt der größere Energieaufwand, hat man gesagt, an diesem Spaltsieb saugt dann die Pumpe an und die Pumpe drückt es durch einen Beatfilter. Und im Beatfilter findet dann sowohl die biologische Wasseraufbereitung statt, es dauert etwas lange, bis sie mal gut eingelaufen sind. Wenn sie einmal laufen, haben sie eigentlich eine recht gute Nitrifikationsleistung und es findet dort gleichzeitig die Feinfiltration statt. So, und da kommt eben die höhere Energieleistung statt, weil es einfach relativ viel Pumpenleistung braucht, um das Wasser durch die Beats hindurchzudrücken. So. Und das war eigentlich ein System, das hat sich dann wirklich, ich glaube, das war viele, viele Jahre das meistverkaufte Filtersystem in Deutschland, ist vielleicht heute noch Spaltsieb, Pumpe, Beatfilter und danach vielleicht noch ein Abzweig, weil vom Beatfilter kommt ja das Wasser, weil es mit Druck reingepumpt wird, eigentlich mit dem gleichen Druck hinten wieder raus und da kann man dann entweder im Teich Strömung erzeugen oder man könnte dann noch weitergehen in eine separate Filterstufe, Biofilterstufe, wie beispielsweise ein Rieselfilter. Und die Systeme kenne ich an vielen Teichen. Man muss den Filter im Sommer vielleicht zwei, drei, einmal, je nachdem wie viel man füttert, putzen. Das ist etwas, ein etwas größerer Aufwand. So, aber irgendwann haben dann die Hersteller von Filtersystemen angefangen, die ganzen Systeme irgendwo ein bisschen wirr zu mischen. Und wenn ich mir den hier jetzt anschaue, dann muss ich wirklich sagen, das ist nicht nur bedingt nicht geeignet für die Haltung von Koi, sondern das ist meinem Dafürhalten, meinem Empfinden nach, nicht geeignet für die Koi-Haltung. Was hat man hier gemacht? Hier ist man ganz einfach hergegangen, hat gesagt, man nimmt jetzt den Vorfilter, man nimmt den Spaltsieb und nach dem Spaltsieb geht man direkt in die Biologie. Also man hat im Prinzip dem Spaltsieb mit seinen 0,3 mm Durchlass, haben wir jetzt die Aufgabe gegeben, den gesamten Grobschmutz so weit aus dem Wasser zu entziehen, um danach direkt in die Biologie zu gehen. Aber die Biologie lebt eigentlich davon, und das wissen Sie alle, dass das Wasser, das reingeleitet wird, schon relativ klar ist. So, relativ, nicht relativ klar, schon klar, aber dass eigentlich über 90% der Schmutzbestandteile bereits entfernt wurden. Wenn wir jetzt an einen herkömmlichen Bürstenfilter denken, so wie ein Genesis baut oder wie ihn heute viele auch bauen, da lebt man davon, dass das Wasser in einer sehr ruhigen, sehr langsamen Geschwindigkeit durch die Bürsten hindurchfließt. Viel von dem Schmutz sedimentiert unten am Boden, der andere wird in den Bürsten gefangen und wenn man dann mal 3 Meter weiter ist, und Filtertechnik hat auch, zumindest wenn sie konventionell ist, immer auch was mit Volumen, mit Größe zu tun. Und wenn man nach 3 Meter Bürsten am Ende nochmal schaut, dann sieht man, hups, da ist ja eigentlich gar nichts mehr drin im Wasser. Da platziert man dann die Pumpe, pumpt es entweder zurück in den Teich oder wenn man noch eine zusätzliche Biostufe, was wir natürlich empfehlen möchten, dass man dann über die Biologie zurückgeht. Das funktioniert also sehr gut und die Biologie ist dann eigentlich auch, ich sage mal ganz salopp, von über 90% des Schmutzes, der irgendwann eingangs des Bürstenfilters ankam, befreit und die Biologie kann sich, oder die Bakterien im biologischen Filter, können sich dann um die Nitrifikation des Ammoniums und des Nitrits kümmern. So, anders sieht es hier aus. Hier werden momentan 12.000 Liter, im Sommer waren es 20.000 Liter, was über dieses Spaltsieb in den Spaltsieb gepumpt wurden und jetzt rast das Wasser, das sehen Sie gleich, den Spaltsieb hinunter. Der Schmutz kann auch zerschlagen werden, dann kann auch vielleicht Schmutz, der in einer größeren Größe als 0,3 mm ankam, wird so zerschlagen, dass im unteren Teil dann doch noch in die Biologie geht. Auch viele Algenteile, diese ganz feinen Algenfitzel, die wird es auch durchspülen. Kurzum, man haut sich eine Unmenge an Dreck in die Biologie rein, die dort auch nicht mehr abgebaut werden können. Auch wenn wir immer wieder sagen, im statischen Filter kann im Prinzip auch noch eine Feinfiltration stattfinden. Das, was wir da meinen, ist was ganz anderes. Da meinen wir wirklich die feinsten
kleinen Verunreinigungen, Kotpartikel, sonst irgendwas, die dort dann sedimentieren können und auch von Bakterien, nicht die Nitrifikanten, es sind andere Filterbakterien, abgebaut werden. Hier ist die Menge an Schmutz so groß, dass genau das passiert, was ich Ihnen jetzt zeige. So, jetzt mal schauen. Also hier wird oben im Prinzip, das ist ein gepumptes Filtersystem, hier werden die 12.000 Liter reingepumpt, dann fällt der Schmutz erstmal runter, knallt hier dann auf das Spaltsieb und hier unten sammelt sich dann der Schmutz und alles, was da durchgeht an Schmutzpartikel, man sieht es auch schön, es hängt hier noch viel auf dem Sieb, alles, was hier an Schmutzpartikeln hindurchgeht, fällt dann direkt, man hat mir vorher gesagt, ich kann das hier rausmachen. Muss ich. Ja, ich habe es wieder geschafft. So. Hier unten ist also eine kleine Helixkammer. Wie Sie sehen können. Und nach der Helixkammer, ich lasse das jetzt einfach mal so, ich glaube, das muss der Besitzer wieder zusammenbauen, kommen hier Japanmatten. Und die Japanmatten schauen sich selber an. Das ist einfach die Folge von vielen, vielen Wochen, vielleicht jetzt auch in Wintermonaten, an Dreck, der hier durch die mechanische Filterstufe durchging. Und jetzt hat man im Prinzip keine besiedelbare Oberfläche mehr, sondern man hat nur noch total verdreckte, veralkte Japanmatten. Und da findet alles statt, nur keine Nitrifikation. Und Hanno hat mir gesagt, er ist zu seinem Verkäufer gegangen und hat gesagt, das funktioniert nicht auf dem 20.000 Liter Teich. Wenn ich mir das mal anschaue, die untere Kammer hat vielleicht ein Volumen von 700 Litern. Er hat dann gesagt, das funktioniert nicht, das geht so nicht. Dann hat man gesagt, doch, das muss funktionieren. Und dann hat er sich parallel dazu, und das zeige ich Ihnen gleich, noch ein Genesis Bioturm, allerdings auch mit so einem Vorfilter, weil es nicht anders ging, angeschafft. Und danach hat er seine Nitritwerte in den Griff bekommen. Und wenn wir jetzt mal wirklich realistisch sind, das, was wir hier an Fischmenge gesehen haben, die hier im Teich sind, die ist eigentlich so gering, dass man sagen muss, das müsste man dem Filter schon zutrauen können, dass er das von der Größe, ich sag mal, wenn man da 200, 300 Gramm am Tag im Sommer füttert, das sollte abgebaut werden. Ein anderer Nachteil ist, was Hanno sagt, klar, jetzt kann man sich natürlich um den Filter kümmern. Hier hinten ist die, die bewegte Helixkammer. Auch das, Quatsch, erst haue ich mir den Schmutz hier, ich muss jetzt nur den Namen zudecken, erst haue ich mir hier den Schmutz klein, dann kommt er in eine Schredderkammer, da hinten, das ist das, was ich Ihnen gezeigt habe, mit dem bewegten Helix, ich hoffe, Sie sehen es da unten, dann wird er geschreddert und dann wird er den Japanmatten zugeführt und man sieht, die Algen, die sind nicht zum Schreddern, die bleiben dann einfach so. Und dann sagt Hanno ganz klar, naja, jetzt kann man sich natürlich um den Filter kümmern, kann die Japanmatten ständig sauber machen, aber wie will sich denn da Biologie bilden, wenn ich alle ein, zwei Wochen die ganzen Japanmatten am Rausnehmen bin, am Schauen bin, am Reinigen bin, da kann sich alles bilden, nur keine Biologie. Und da muss ich ihm einfach recht geben, das ist für die Koi-Haltung meines Dafürhaltens nach nur bedingt geeignet. Es ist wenigstens einfach zu isolieren, weil man gerade Kanten hat. Da hat er sich jetzt Styrodurplatten außenrum gemacht im Winter. Und jetzt zeige ich Ihnen, nicht nur die Kamera nach unten. Jetzt zeige ich Ihnen die Verbesserung. Also ich bin mir fast sicher, dass Hanno Palmliebhaber ist. So, dann hat er sich den kleinsten Genesis Bioturm gekauft, hat hier oben auch nochmal einen Vorfilter, auch wieder ein gepumptes System. Da geht es dann hindurch, durch das sind vielleicht auch nochmal 500 Liter. Und er sagt, nachdem er den Turm aufgebaut hat und der einige Zeit gelaufen ist, dass dann die Wasserwerte in Ordnung war. Aber er hat jetzt gesagt, er hat die Schnauze voll von diesem Gebastle. Er möchte ein kompaktes System haben, nicht ein kompaktes System, sondern ein funktionierendes System. Und aus dem Grund hat er jetzt Michael Rupp da gehabt, zusammen mit Sascha. Und die werden jetzt hier, statt der beiden Filter, werden sie einen 3 Meter Bürstenfilter aufbauen und danach noch eine Biologie mit 2 Kubik und dann ist er aus allem raus. Also was lernen wir? Das alles funktioniert so nicht. Eine Biologie lebt eigentlich davon, sie lebt von mehreren Punkten, wenn wir sie vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir leben natürlich von der Oberfläche, was das Filtermaterial zur Verfügung stellt für die Besiedelung. Wir leben von der Durchströmung, eine möglichst hohe Durchströmung, dass ich keine Kanalbildung habe, dass ich eine hohe hydraulische Last auf dem Filtermaterial habe, dass also auch das Filtermaterial ausgenutzt wird. Da kann man zum einen natürlich mit dem Wasserdurchfluss arbeiten, zum anderen natürlich auch mit Belüftung. Belüftet ist hier jetzt zumindest im Winter nicht. Und
dann leben wir natürlich auch insbesondere davon, dass der biologische Filter nicht mit Unmengen an Schmutz beaufschlagt wird, sondern dass er eine funktionierende, sehr gute mechanische Vorfiltration hat. Und da kennen wir den Bürstenfilter, den Trommelfilter, den Papierfilter, den Endlosbandfilter oder auch andere Filter, die funktionieren. Da gibt es Matten, da gibt es alles Mögliche, aber so nicht. Und wenn man mit Spaltsieb arbeitet, dann sollte man auf jeden Fall im Nachgang einen Beadfilter haben, der im Prinzip dann die Aufgabe der Feinfiltration übernimmt. Und in Beadfiltern findet sowohl die Feinfiltration als auch die biologische Wasseraufbereitung statt. Aber wie gesagt, ich bin Hanno froh, dass er uns hier hat noch blocken lassen, bevor das jetzt alles abbaut. Und sollte als Warnung an alle die dienen, die vielleicht auch selber mal drüber nachdenken, sich so ein System aufzubauen. Weil es hört sich immer toll an, 0,3 mm wird alles zurückgehalten. Ja, aber man sieht, 0,3 mm, wenn da der ganze Tag die Fischkacke drauf zerschlagen wird auf dem Sieb, dann nutzen die gerade mal am Ende gar nichts. So, vielen Dank an Hanno nochmal, dass wir hier haben bloggen dürfen. Und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog.